Die Preview-Member unter uns haben es zwar schon etwas länger, aber nun ist es schlussendlich auch für den Rest soweit. Das Xbox Summer Update sollte jetzt auch an alle Nicht-Preview-Member ausrollen. Darin enthalten sind diverse Neuerungen, das Dashboard betreffend, zu denen ihr euch genauere Infos in diesem Video hier ansehen könnt. Mein Fokus für das heutige Video wird sich jedoch auf ein Feature konzentrieren, das auch wir Preview-Member erst seit kurzem testen konnten. Vorerst aber noch zu einem anderen Thema: Apps. Die Xbox One öffnet nämlich endlich die Pforten für Entwickler überall auf der Welt, die nun ihre Applikationen auf das viereckige Stück Elektronik befördern können. Dadurch kommen wir endlich ein Stück näher an das Versprechen, was das Xbox-Team vor über 2 Jahren bei der Vorstellung der Xbox gemacht hat: eine Entertainment-Konsole zu entwickeln, die der Mittelpunkt des Wohnzimmers wird. The NFL on Xbox, just one more reason, Xbox One is a must-have system for your living room. So eröffnen Apps nahezu unendlich viele Möglichkeiten, das Multimedia-Erlebnis deutlich zu verbessern. Von YouTube bis hin zu Musikdiensten ist dann ab sofort nämlich alles möglich. Im Moment gibt es zwar noch einige Ungereimtheiten, wie zum Beispiel, dass die Applikationen nicht den kompletten Bildschirm ausnutzen oder man bei der ein oder anderen Anwendung auf einen Cursor zurückgreifen muss, was mit dem Controller alles andere als optimal ist. Im Großen und Ganzen jedoch funktioniert alles vergleichsweise reibungslos. Das bringt mich dann auch gleich zum nächsten und womöglich am sehnlichsten erwarteten Punkt. Ich spreche natürlich über Background Audio. Nachdem die Empörung erst einmal groß war, als man feststellen musste, dass die über 500€ teure Xbox weniger Multimedia-Features hatte als der Vorgänger, die Xbox 360, wurde zu Recht das Xbox-Team hart abgestraft. Um den Kontakt mit der Community wiederherzustellen, entschied man sich deshalb sehr schnell über User Voice einen Kommunikationsweg zu eröffnen, auf dem die Nutzer ihre Wünsche für das Betriebssystem loswerden konnten. Dort war die Forderung nach Hintergrundmusik schnell eine der beliebtesten Vorschläge. Gibt es doch sehr viele Gamer, die während dem Spielen gerne ihre Lieblingsmusik hören. Mit dem neuen Update ist es dann endlich soweit. Apps haben nun die Möglichkeit, Unterstützung für das in Anführungsstrichen neue Feature zu implementieren. Richtig gehört, nicht jede Applikation unterstützt die Funktionalität. Erst wenn die Entwickler ihre Apps updaten, können die Nutzer diese auch nebst ihren Lieblingsspielen genießen. Die Microsoft-eigene Musik-App Groove gehört noch nicht dazu. Zumindest noch nicht ganz. So gibt es derzeit für die Preview-Member unter uns eine Vorschau, die Musik im Hintergrund erlaubt und sich dem Funktionsumfang ihrer PC- und Mobile-Counterparts anpasst. Diese hat jetzt zum Beispiel die Your Groove-Wiedergabelisten, ein neues Interface und zig Millionen Musikvorschläge. Für alle, die das selbst einmal ausprobieren wollen: ich musste die App erst deinstallieren und dann neu herunterladen, damit sie sich mir in neuem Gewand zeigte. Vielleicht gibt es aber auch nur einfach 2 verschiedene Versionen im Store. Microsofts Apps sind natürlich nicht die einzigen. So gibt es momentan zum Beispiel auch eine Podcast-App mit dem Namen Cast. Mithilfe derer findet ihr übrigens auch unseren Podcast, solltet ihr daran interessiert sein, unser Geschwafel während einer entspannten Runde Halo zu genießen. Weil vom Grundaussehen ganz gut aus, sie ist asymmetrisch, soweit ich weiß. Und mir kommt's. Eine neue Folge sollte es übrigens auch alsbald wieder geben. Um unseren Podcast zu abonnieren, navigiert ihr einfach zur Suche und tippt Psycho und Quert ein. Dann sollte in den Vorschlägen eigentlich bereits unser Podcast vorgeschlagen werden, der hier natürlich leider noch unter altem Namen aufgeführt ist. Der Grund dafür: ich möchte den Namen des Blogs, der dahinter alles hostet, nicht ändern, weil ich Angst habe, dass dann alles
kaputt geht. Ich persönlich freue mich ja im Generellen bereits auf meine Lieblings-YouTube-App MyTube, die auch alsbald für die Xbox One erscheinen soll und die offizielle App von Google mit großer Wahrscheinlichkeit in einen großen Schatten stellen wird. Auch bin ich natürlich immer vom Gedanken angetan, meine Soundcloud-Favoriten hören zu können, was vielleicht dank der Universal-App AudioCloud auch bald möglich sein könnte. Natürlich hören die Möglichkeiten hier nicht auf. Denkbar wäre zum Beispiel auch eine Audible-App für Hörbücher oder vielleicht sogar das ein oder andere Handygame. Und das ist nur, was mir einfällt. Sehr interessiert wäre ich natürlich wie immer auch an euren Ideen und Meinungen, die ihr mir gerne in Form eines Kommentars unter diesem Video hinterlassen könnt. Das Ganze heißt Sicke Plays. Gut, der Name. Für euch vielleicht auch interessant? Silas Ankündigungsvideo zu unserem neuen Kanal Sicke Plays, auf dem zukünftig all unsere Let's Plays beheimatet sein werden. Sollte euch das interessieren, dann seht euch doch das mal an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Wow, wenn man so will.